Hey, ich bin Mitch, euer Profikoch und Pizzaliebhaber und mit dem Designofen, Airfryer und Pizza machen wir heute unser aller Lieblingsgericht. Ich habe unseren wunderbaren Pizzastein hier, mit dem natürlich auch Tiefkühlpizzen wunderbar funktionieren. Wir wollen heute ein bisschen mehr aus dem Gerät rausholen und machen uns eine schöne, frische, selbstgemachte Pizza. Und dafür brauchen wir natürlich als erstes einen Teig. Mit der Designküchenmaschine Advanced Digital machen wir uns einen einfachen Pizzateig, Schlagwort einfach. Wir machen es uns hier nicht zu kompliziert. Als erstes machen wir das Gerät an, großes Knöpfchen gedrückt halten und schon sind wir da. Wir brauchen natürlich ein wenig Mehl für unseren Pizzateig, auch ein 550er, ein 1050er sind alles wunderbare Mehle, die man verwenden kann. Ein 405er funktioniert auch, ich finde die anderen beiden eigentlich ein bisschen besser. Hefe natürlich, ein ganz wichtiges Element dieser ganzen Sache. Ihr könnt Trockenhefe verwenden, könnt auch Frischhefe verwenden und Wasser. Davon einen Schluck rein. Wer die Zeit hat, kann Mehl, Hefe und Wasser auch ein paar Stunden als Vorteig vor sich hin gehen lassen. Wer die Zeit nicht hat, kann auch alles direkt zusammenrühren. Dann ein wenig Joghurt, der sorgt dafür, dass das Ganze später schön samtig und fluffig ist. Nicht zu vergessen Salz, auch davon. Seid großzügig, mehr oder weniger, so wie es euch schmeckt. Auch da könnt ihr wieder jedes Gewürz in den Pizzateig packen, das euch gefällt. Das gute alte Olivenöl, auch ein gutes Schlückchen von rein. Dadurch kriegen wir später einen schönen, krossen und stabil krossen Pizzateig. Und wir stellen die Maschine auf 1. Mit unserem Vollmetallgetriebe ist es kein Problem, auch harte Teige wie beispielsweise Nudelteige zu kneten. Und dadurch, dass wir sagen, wir haben, wie wir vorhin schon gesehen haben, diesen Doppelknethaken, wie er eigentlich nur an professionellen Maschinen zu finden ist, haben wir auch keine Probleme, sowas wie Pizza oder Brotteig in etwas größeren Mengen herzustellen, bei dem der Teig immer wieder umgepflügt wird. Und wir eben sagen, das planetare Rührsystem hier oben drin sorgt dafür, dass wir eine schöne, gleichmäßige Knetung vom Teig haben, wodurch wir das ganze Gluten aufbrechen und später ein schönes, saftig, fluffiges Brot, Pizza, Calzone, was auch immer ihr letzten Endes daraus machen wolltet, erhaltet. Hier vorne können wir sehen, dass die Zeit von der Maschine abläuft. Wir können das Ganze einstellen, damit sie eben eine gewisse Zeit lang für uns arbeitet. Und genau, das dauert eben eine Weile. Dann kann man sich entspannt zurückziehen, wenn man ein Gefühl dafür entwickelt hat, wie lange der Teig an und für sich braucht. Wenn ihr merkt, dass euer Teig ein bisschen zu trocken wird, dann könnt ihr mit Wasser nacharbeiten oder aber mit diesem Joghurt, den wir vorhin verwendet haben. Der sorgt dafür, dass wir nochmal eine schöne, fluffige Sache haben. Also nicht schüchtern sein, am Ende nochmal was nachzulegen, wenn ihr mit der Konsistenz von dem Teig noch nicht ganz zufrieden seid. Das braucht jetzt eine Weile. So. Und fertig ist unser Pizzateig, zumindest was das Kneten angeht. Ich ziehe mir hier mal eine ordentliche Kugel raus, so eine, ich sag mal, Portion, bisschen mehr darf es noch sein. Und dann haben wir eine schöne Portion Pizzateig. Die sieht so immer ein bisschen lütter aus, als man dann letzten Endes glaubt, dass sie wird. Aber dann kann man zwei verschiedene Pizzen essen, ist sowieso viel besser. Genau, wir haben unseren Teigknödel und den wollen wir jetzt schleifen, wie man im Fachjargon so schön sagt. Das heißt, wir machen diese kreisende Bewegung und üben dabei Druck auf unseren Teig aus. Wenn die Kugel ein bisschen größer ist für ein Brot oder sowas in der Richtung, kann man auch so mit den Händen rangehen und diesen Effekt so erzeugen. Aber was wir letzten Endes wollen, ist, dass das Ganze sich so ein bisschen nach innen gekehrt hat. So haben wir später eine schöne, gleichmäßig aufgehende Pizza. Genau, unseren kleinen Teigknödel packen wir in die Schale, hier rüber, decken ihn ab und lassen ihn stehen, bis er sein Volumen ungefähr verdoppelt hat. Am besten schön warm in der Küche lassen. Im Sommer gehen Hefeteige immer eine ganze Ecke einfacher als im Winter. Und jetzt warten wir. So, unser Teig hatte jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit zu gehen, braucht auch nicht mehr lange, in ungefähr einer Viertelstunde dürfte er es eigentlich haben und damit wir dann gleich anfangen können, unsere Pizza zu backen, wollen wir den Ofen schon mal vorheizen, damit der Stein auch knalle heiß ist. Wir legen den Stein auf die unterste Stufe mit den Rost zusammen und stellen hier oben das geliebte Pizzaprogramm ein. Ofen zu. Play und los geht's. So, bisschen Mehl an unseren Teig. Und dann kann der Gute auch schon ausgerollt werden. Immer ein bisschen schauen,
nicht schüchtern sein, auch mal nachzubessern mit dem Mehl, wenn man merkt, dass er anfängt am Tisch oder am Nudelholz zu kleben. Immer wieder mal bewegen, umdrehen. So kriegt man ein recht optimales Ergebnis. Schwupp. Runter. So. Und dann stellt sich die Frage, wie bringe ich meine Pizza später in den Ofen? Wenn man jetzt nicht so ein Panel beispielsweise zu Hause hat, kann man sich ein schönes, großes Tellerchen nehmen, so wie ich das hier gemacht habe, kann das ordentlich melieren. Nicht übertreiben, auch nicht untertreiben. Und dann kommt die Pizza auf den Teller und wir fangen fröhlich an, unsere Pizza nach Belieben zu belegen. Wir machen heute eine etwas besonderere Pizza. Wir nehmen keine schnöde Tomatensauce, wie wir es alle schon tausendmal gegessen haben, sondern wir nehmen Ajvar. Im Prinzip so eine, ich sag mal, Paprikasauce. Sorgt bei der ganzen Sache nochmal für so ein cooles, pikantes und ja, neues Aroma, dass man sagt, man hat einfach mal so ein bisschen was anderes. Ist ja gerade alles immer so fancy. Warum nicht auch mit Pizza mal was anderes machen? Schön verteilen, großzügig. Überall ein bisschen was haben. Schön gleichmäßig. Weiter geht's. Wir arbeiten mit ein paar angegrillten Oliven. Die brechen wir in der Mitte durch, damit man nicht bei jedem Bissen so eine ganze Olive im Mund hat, sondern das so ein bisschen aufgeteilt ist. Eine geht noch. Zack. Hier haben wir eine wunderbare Salsiccia, also eine italienische Fenchelwurst, sage ich mal. Da pressen wir quasi einfach das Bret aus dem Würstchen raus und verteilen es in kleinen Etappen auf der Pizza. Das ist eigentlich so eins meiner Lieblingsfleischelemente auf Pizza, sowas wie Salami und Schinken. Alles tolle Angelegenheiten, aber irgendwie auch ein alter Hut. Das hier ist jetzt auch nichts ganz, ganz Neues, aber vielleicht mal ein bisschen umgedacht und ein bisschen neu. Ich persönlich liebe es. Dann noch ein wenig Käse. In unserem Fall ist es der gute alte Parmesan. Ich sage immer der gute alte, in diesem Fall ist es auch wirklich der alte. Schön gereifter Parmesan. Genau, und schon kann unser Prachtstück von Pizza den Weg in den Ofen finden. Und jetzt Tisch decken. So, 5-6 Minuten hat unsere Pizza jetzt gebraucht und wir sind auf dem allerbesten Weg, unsere wunderbare Pizza zu genießen. Schwuppdiwupp. Jetzt denkt man sich, warum nimmt er denn nicht so einen riesen Spachtel? Weil wir eine schöne, krosse Pizza haben und die kann ich ganz easy mit dem Messer rausholen, weil sie so eine schöne Konsistenz hat. So, wir geben uns natürlich nicht mit halbem Sachen zufrieden. Letzten Endes darf noch etwas Burrata auf die ganze Sache drauf. Schwuppdiwupp. Den habe ich so ein bisschen ausgetrocknet auf dem Küchentuch, damit er uns nicht kreuz und quer über die Pizza läuft direkt. So, den verteilen wir hier so ein bisschen. Ein wenig frischer Pfeffer ist immer eine schöne Sache. Und noch ein bisschen was Grünes, dass keiner sagen kann, wir essen keine gesunde Pizza. Und last but not least, für mich geht immer noch ein schönes Olivenöl drüber. Ah. Dann würde ich sagen, guten Appetit!